wenden wir das Ganze noch kurz an. Also neben dem eigentlichen Sortieren, und zwar nochmal so eine Anwendung für diese Heaps, stellen Sie sich vor, Sie möchten gerne irgendwie einen Terminkalender verwalten oder irgendwie so eine To-Do-Liste. Ja, get your things done. Sie haben also irgendwie Aufgaben, die Sie irgendwie priorisieren wollen. Oder Sie möchten gerne Zugriff haben auf den nächsten Termin. Ja, wir wollen jetzt im Prinzip eine Datenstruktur verwenden, um solche Aufgaben zu unterstützen. Das Ganze nennen wir jetzt Priority Queue, also Prioritätswarteschlange. Da hätten wir gerne die folgenden Operationen drauf. Also wir wollen jetzt ein paar Elemente verwalten und wir brauchen die folgenden Methoden. Wir möchten einmal irgendwie ein Element einfügen. Ja. S wird unsere Datenstruktur werden. X ist das Element, was wir gerne einfügen möchten. Wir möchten sozusagen das Element mit dem größten Schlüssel oder mit der größten ID, wenn wir es mit Zahlen machen, also irgendwie eine Funktion Maximum. Und wir möchten das also nicht nur sozusagen auslesen, sondern wir möchten es auch gerne löschen. Das soll die Routine Extract Max machen. Ja, löscht das Element mit dem größten Schlüssel. Das Ganze können wir machen mit irgendwie so einer Liste. Wir können es auch mit dem Array machen. Nur dann sind die Operationen, dann werden die teilweise aufwendig. Ja, und wir wollen das jetzt einfach mal mit so einem Heap machen. Ja, wie kriegen wir das maximale Element raus, wenn wir einen Heap haben? Man guckt einfach nur in die Wurzel. Ne? Also sozusagen direkter Zugriff auf das oberste Element. Da muss ich nicht nachsuchen, das habe ich sofort. Also Zugriff auf das Maximum, das ist irgendwie geschenkt. Ja? Das haben wir erledigt. Wie kriegen wir das hin? Dass wir das maximale Element nehmen und löschen. Das machen wir hier. Irgendwie so eine Fehlerabfrage. So, wir holen uns das maximale Element her. Ja, dann bringen wir sozusagen auch das Letzte. Was wir dann damit machen, ist uns überlassen. Das liefern wir jetzt hier einfach nur zurück. Dann bringen wir das letzte Element sozusagen an die erste Position. Reduzieren die Anzahl der Elemente, die wir überhaupt verwalten. Ja, weil das letzte Element haben wir ja jetzt nach ganz oben gebracht. Das heißt, das reduzieren wir hier. Und dann wenden wir einfach wieder die Routine Heapify an. Ja? Also genau das, was wir eben eigentlich auch die ganze Zeit gemacht haben. Und wenn wir ein Element einfügen möchten, wie machen wir das? So, wenn ich keinen Platz mehr habe, gebe ich irgendwie einen Fehler aus. Ansonsten erhöhe ich sozusagen die verwalteten Elemente um 1. Genau, also an dieser Stelle hier lasse ich das einfach nach oben wandern. Ich vergleiche das sozusagen, Key ist das Element, was ich eintragen möchte. Ja, ich schaffe einmal Platz am Ende sozusagen meines Heaps. Ja, und dann vergleiche ich sozusagen das Element mit dem Vorgänger. Ja, und wenn der Vorgänger kleiner ist, ja, dann bringe ich sozusagen den Vorgänger an die letzte Position, ja, und lasse sozusagen diesen Key im Prinzip schrittweise nach oben wandern. Wir möchten jetzt gerne die 15 eintragen. Dann würde ich wie folgt vorgehen. Ich hätte hier irgendwie die 16. Ja, ich würde die 15 einfach sozusagen erstmal hier reinhängen. Dann würde ich zwischenzeitlich das hier haben. 14, 8, 2, 4. Das bleibt so, wie es ist. Ja, und ich würde jetzt 1, hier stehen ja die 15. Ich würde die 15 mit der 7 sozusagen tauschen. Das heißt, die 7 kommt hier unten hin. Hier kommt die 15 hin, aber auch nur temporär. Ja, die machen wir mal, nee, nicht schwarz, die machen wir mal in rot, weil sie temporär ist. Ja, wir lassen das hier jetzt sozusagen in so einer Schleife nach oben steigen. Wir würden jetzt noch hier an dieser Stelle ohne die 15, ja, solange die 15 noch nicht da ist, ist das ja, das erfüllt sozusagen die Heap-Eigenschaft. Das heißt, wir wissen, dass die 14 ist größer als die 7 und ist größer sozusagen auch als die 1. Ja. Das heißt, wir wissen an dieser Stelle, wenn wir jetzt die 15 hier haben, wir müssen die
14 nicht nach ganz unten nochmal wandern lassen. Das kann nicht passieren, weil hier die Hiebeigenschaft erfüllt ist. Das heißt, an dieser Stelle müssen wir einfach nur die 15 mit der 14 vergleichen. Und wenn die 15 halt größer ist, dann müssen wir die halt entsprechend nach oben bringen. Das heißt, was entsteht, ist 16, 10, 9, 3, 2, 4, 8. Hier kommt dann die 15 hin. Die 14 wissen wir, das passt, die 1 passt und die 7 passt auch. Wir müssen jetzt noch gucken, ist an dieser Stelle noch die Hiebeigenschaft erfüllt oder ist die 15 vielleicht größer als die Wurzel hier oben? Das ist aber nicht der Fall. Und dann wissen wir, da sind wir fertig. 15, 10, 8, 14, 9, 3, 2, 4, 1 und 7. Ja? Das ist sozusagen schrittweises Aufsteigen in dieser Schleife. Ja, und schon haben wir irgendwie eine Datenstruktur, mit der wir beispielsweise solche Sachen lösen können.